für alle. Jetzt 40% in allen Abteilungen sparen. Nur bis 1. Februar. Wir haben auch heute wieder die wichtigsten Nachrichten aus unserer Stadt und dem Umland für Sie. Herzlich willkommen zu München heute mit diesen Top-Themen. Neuer Name, was die Umbenennung der Hilblerstraße für Neuhausen bedeutet. Mehr Nachhaltigkeit, die Stadtgüter München steigen komplett auf Ökolandbau um. Und Theaterprobe, ein Blick hinter die Kulissen der weltbekannten Passionsspiele in Oberammergau. Wir schauen nach Neuhausen. Die Hilblestraße nahe Leon-Roth-Platz wird umbenannt. Nach jahrelanger Diskussion sollen die Schilder diesen Sommer nun ausgetauscht werden. Benannt wird die Straße nach der Künstlerin Maria Luiko, die selbst in Neuhausen lebte. Eine große Geste für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet die Umbenennung allerdings auch Stress. Deshalb soll es für sie eine Entschädigung geben. Philipp Röttger hat einen Betroffenen in der Straße besucht. Aus der Hilblestraße in Neuhausen wird die Maria-Luiko-Straße. Im Frühjahr soll die Umbenennung geschehen. Die NS-Vergangenheit von Friedrich Hilbe ist für die Stadt München ein triftiger Grund, der Straße einen neuen Namen zu geben. Die Bezirksausschussvorsitzende Anna Hanusch kämpft schon seit vielen Jahren für eine Umbenennung der Straße. Herrn Hilble ist wirklich im Rückblick total unverständlich, dass dann noch in den 50er Jahren er mit dieser Vergangenheit während der NS-Geschichte diese Ehrung erfahren hat. Und deswegen gab es ja auch mehrere Bürgerversammlungsanträge schon, die das immer wieder angeschoben haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir eben diese einmal erfolgte Ehrung ganz klar aberkennen. Laut der Stadt München sind insgesamt 1750 Anwohnerinnen und Anwohner von der Namensänderung betroffen. Christian Kubicki führt eine Werkstatt in der Hilblestraße. Er selbst ist von der Änderung des Straßennamens nicht wirklich begeistert. Also ich finde es sinnvoll, den Namen zu ändern. Es kommt ein Kostenaufwand auf uns zu. Und ich meine, man muss natürlich alles ändern auf Webseiten, man muss alle Kunden anschreiben. Wahrscheinlich wird auf Google das länger nicht funktionieren, bis alle Kunden dann wirklich wieder die Adresse finden. Die Anwohnerinnen und Anwohner in der Hilblestraße sollen jedoch nicht sitzen gelassen werden. Die Stadt will helfen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner können, wenn die Straßenumbenennung durchgeführt wird, gerne den Auslagenersatz, den sie dafür brauchen, bei uns, bei der Landeshauptstadt München geltend machen. Für Privatpersonen und für Unternehmen sind dort unterschiedliche Beträge vorgesehen. Die Hilblestraße wird nicht die einzige sein, die in nächster Zeit umbenannt wird. Insgesamt gibt es laut der Stadt München bei 45 Straßennamen Diskussionsbedarf. An sich gibt es dann eben jetzt morgen hoffentlich den finalen Beschluss. Und dann gibt es eine gewisse Vorbereitungsphase. Da es aber schon auch ein wichtiger Moment ist, ist, glaube ich, jetzt die Planung eher ist nicht ganz so schnell wie möglich zu machen, sondern eher für Mai, Juni. In der Vollversammlung am Mittwoch soll der neue Name Maria-Luiko-Straße dann endgültig beschlossen werden. Für ein grüneres und klimaneutrales München werden alle landwirtschaftlichen Flächen und Gutshöfe der Stadt Schritt für Schritt auf Ökolandbau umgestellt. Das Ziel 100% Nachhaltigkeit. Zu den Stadtgütern gehört zum Beispiel Gut Großlappen in Fröttmanning oder Flächen bei Dagelfing am Moosgrund. Dort werden unter anderem Getreide, Futtermais und Ackerbohnen angebaut. Mehr über die Pläne weiß Tim Fasen. Ein Traktor auf Mission für die Nachhaltigkeit. Denn München will seine Stadtgüter komplett auf Öko umstellen. Derzeit bewirtschaftet die Stadt bereits 60% ihrer Flächen nachhaltig. Bis 2028 sollen dann die restlichen Wiesen und Felder folgen. Es ist mir echt ein Herzensanliegen, unsere Güter hier vorzubereiten darauf, dass wir 100% geben. 100% für die Landeshauptstadt München. Ökolandwirtschaft, damit sind wir deutlich vorne. Im Vergleich zum Volksbegehren rettet die Bienen, das der ein oder andere vielleicht noch im Hinterkopf hat. Und wofür 2030 nur eine Umstellung von 30% der landwirtschaftlich genutzten Flächen gefordert ist. Der Stadt gehören rund 1500 Hektar an landwirtschaftlicher Fläche. Künftig darf dort kein Mineraldünger, chemischer Pflanzenschutz oder anderes schädliches Mittel mehr verwendet werden. Mit der Umstellung will die Politik auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen.
Für uns ist wichtig, nicht nur von Ökolandbau, von ökologischer Landwirtschaft, von Artenvielfalt, von Biodiversität zu sprechen, sondern sie auch konkret umzusetzen. Deswegen wollen wir vorbildlich vorangehen. Wir haben bisher 8 von unseren 10 Gütern auf ökologischen Landbau umgestellt und wollen jetzt die letzten 2 auch noch zusätzlich umstellen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir wirklich auch deutlich machen als Vorbild, Stadt München, 100% unserer Güter sind ökologisch landwirtschaftlich. Günstig wird der Ausstieg aus der konventionellen Landwirtschaft allerdings nicht. Wir werden Investitionskosten von etwa 1 Million Euro haben und wir werden auch unser Betriebsergebnis in den Jahren 2024 bis 2028 vermutlich um jeweils 150.000 Euro pro Jahr verschlechtern. Am 10. Februar muss der Stadtrat noch sein Go geben. Eine Zustimmung gilt aber als sicher. Morgen am Mittwoch organisiert die Tanzschule am Deutschen Theater einen großen Impfaktionstag. Zwischen 11 und 16.30 Uhr können Sie sich in den Trainingsräumen in der Schwanthaler Straße 5 ganz einfach und ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Medizinisches Personal führt Erst-, Zweit- und auch Boosterimpfungen durch. Das Besondere, zur Impfung gibt es einen Gutschein für eine Tanzstunde geschenkt. Er ist dann bis zum Jahresende gültig. Gerade Tanzschulen waren und sind immer noch stark von den Einschränkungen betroffen. Je mehr sich jetzt impfen lassen, desto schneller können Sie und wir alle wieder zur Normalität zurück. Weitere Meldungen jetzt in unserem täglichen Update Corona in Bayern. Die Omikron-Variante sorgt weiter für Höchstwerte bei Fallzahlen und Inzidenzen, aber auch für weniger Intensivpatienten in den Krankenhäusern. Weil sich in den vergangenen Tagen nichts groß verändert habe, gebe es nun auch keine neuen Beschlüsse, so Staatskanzleichef Florian Herrmann. Es bleibt letztlich dabei, dass wir den Kurs der vergangenen Wochen fortfahren, nämlich Vorsicht und Umsicht, gepaart mit Augenmaß. Auch in den Schulen bleibt es vorerst bei den aktuell geltenden Bestimmungen. Präsenzunterricht bleibe die oberste Maxime, so Kultusminister Michael Piazzolo, wenngleich aufgrund der Omikronwelle abgewägt werden müsse. Wenn es eine gravierende Häufung gibt, und die nehmen wir an bei ca. 50%, dann wird es so sein, auch da bei der Festlegung der Zuständigkeiten, dass es dann schulorganisatorisch und von der Infektion nicht mehr sinnvoll ist, Präsenzunterricht zu machen. Dann geht die Klasse in den Distanzunterricht, das ordnet der jeweilige Schulleiter an. Aktuell fehlen in Bayern rund 2% aller Lehrkräfte und mehr als 5% aller Schüler Corona-bedingt im Unterricht. Weiterhin unterstützt werden derweil Pflegekräfte. Der Pflegebonus für Beschäftigte wird bis zum 30. Juni verlängert und umfasst weitere 9 Millionen Euro an Fördergeld. Es ist einfach wichtig, dass die Einrichtungen auch Sicherheit haben für die Zukunft und nicht durch die Pandemie in wirtschaftliche Existenznöte kommen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Bund jetzt endlich den Pflegebonus auf den Weg bringt. Bei diesem Thema müsse die Bundesregierung nun endlich Nägel mit Köpfen machen, so Holleczek. Die Industriegewerkschaft Metall sieht die wirtschaftliche Lage in der Metall- und Elektroindustrie nach knapp 2 Jahren Pandemie weiter auf Erholungskurs. Wir haben Unternehmen, vor allem größere, die haben richtig gut Geld verdient, auch in der Branche, auch in der Pandemie. Wir haben aber auch kleine Mittelständler, die sind ganz schön gebeutelt und wissen nicht mehr ganz genau, wie sie ihre Kredite finanziert werden können. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt, wenn man alles anschaut, glaube ich, ist die Metall- und Elektroindustrie bisher jedenfalls halbwegs gut durch die Pandemie gekommen. Weniger die Pandemie an sich sei das aktuelle Problem in der Branche, sondern vielmehr vermeidbare Hindernisse wie Lieferengpässe, so Bayern-Bezirksleiter Horn. Die Zeche zahlen die Arbeitnehmer mit Kurzarbeit oder sonstigen Absenken der Arbeitszeiten. Und das ärgert mich wirklich, dass jetzt da nichts daran gemacht worden ist. Und es ist einfach so weitergemacht worden wie bisher. Zudem fordert die IG Metall bei weiteren Corona-Staatshilfen verbindliche Zusagen der Unternehmen, diese Gelder in Standorte zu investieren und Beschäftigung zu sichern. Die Pandemie hat viele Opfer gekostet und auch Nerven.
Aber sie hat auch gezeigt, dass es in weiten Teilen unserer Gesellschaft Zusammenhalt und Solidarität gibt. Die Stadt München will sich nun genau dafür bedanken. Bei ihren Bürgerinnen und Bürgern und bei allen, die in der Pflege, der Medizin oder der Wissenschaft arbeiten. Der Stadtrat hat dazu eine Lichtaktion beschlossen. Morgen zwischen 18 und 23 Uhr werden die Begriffe Wissenschaft, Solidarität, Demokratie und Zusammenhalt ans Münchner Rathaus projiziert. Wiederholt wird die Aktion dann am Freitag und am kommenden Montag, damit jeder, der möchte, Zeit findet, sich dieses Statement anzuschauen. Weitere Meldungen hat jetzt Vanessa Schösser für Sie in unserem Kurznachrichtenüberblick. Und der beginnt heute in Oberföhring. Giftiges Gas. Im Heizkraftwerk Nord in Unterföhring sind heute Morgen rund 1000 Liter Ammoniak ausgetreten. Derzeit haben die Einsatzkräfte das Ammoniak-Wasser-Gemisch mit einem Schaumteppich abgedeckt. Somit wird die Ausströmung unterbunden, die Geruchsbelästigung. Es laufen derzeit Messungen sowie Lüftungsarbeiten. Während einer Umfüllaktion soll es zum Austritt des Gases gekommen sein. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Rund um das Kraftwerk hat es lediglich eine Geruchsbelästigung gegeben. Quote steigt. In München sind zu Jahresbeginn mehr Menschen arbeitslos gemeldet gewesen als im Dezember. Dieser Anstieg sei jedoch nicht ungewöhnlich, sondern saisonbedingt, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Zahl der Jobsuchenden ist von Dezember auf Januar um 3.360 auf 43.690 gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt somit aktuell bei 4,1%. Weil in einigen Branchen wie dem Baugewerbe witterungsbedingt weniger gearbeitet werden kann, ist die Arbeitslosenzahl höher. Teurere Tickets. Der Münchner Tierpark Hellabrunn erhöht die Eintrittspreise. Die Tageskarte für Erwachsene kostet künftig 18 Euro. Für Kinder erhöht sich der Eintrittspreis von 6 auf 7 Euro. Die neuen Tarife gelten ab heute. Zuletzt wurden die Tickets vor 5 Jahren teurer. Als Grund nennt der Tierparkchef steigende Kosten bei Energie, Futterversorgung und Personal. Sowie für finanzielle Einbußen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Es gibt auch weiterhin ermäßigte Tarife, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler oder Seniorinnen und Senioren. Unsere gute Nachricht kommt heute aus Vaterstetten. Die örtliche Tafel feiert einen runden Geburtstag. Seit 20 Jahren setzen sich Ehrenamtliche für bedürftige Menschen ein. Sie kann man gar nicht stark genug würdigen, betont der Vorstand der lokalen Nachbarschaftshilfe. Der Anfang war allerdings schwer. Los ging alles in einer kleinen Futterkammer auf dem landwirtschaftlichen Hof des späteren Bürgermeisters Georg Reitzberger. Inzwischen hat sich die Tafel Vaterstetten Grasbrunn deutlich vergrößert und befindet sich nun neben dem Rathaus in Vaterstetten. Nach wie vor ist sie aber auf Lebensmittelspenden angewiesen und wird dabei auch von lokalen Betrieben, dem Einzelhandel und vielen Bewohnerinnen und Bewohnern unterstützt. Dafür gibt es ein ganz großes Dankeschön. Auch in Neuried hat ein ehrenamtliches Projekt Grund zu feiern. Die Europäische Kommission hat die Aktion Sport am Gartenzaun des TSV Neuried mit dem Be Active Education Preis ausgezeichnet. Er geht an kreative Projekte, die Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern. Um trotz Corona nicht aufs Training verzichten zu müssen, haben sich die Trainer und Übungsleiter ganz einfach an die Gartenzäune der Mitglieder gestellt. Livia Kerb berichtet. Vor dem eigenen Gartenzaun sich so richtig austoben. Das ist die Idee des Sportvereins TSV Neuried. Während des wochenlangen Lockdowns war der Sportverein gezwungen, seine Tore zu schließen. Doch die Geschäftsführerin Michaela Schotte und ihr Team haben sich nicht bremsen lassen und die Aktion Sport am Gartenzaun ins Leben gerufen. Mit dieser Idee konnten sie den europäischen Be Active Education Award 2021 gewinnen. Also es gibt eine absolute Bestätigung unserer Arbeit. Das erfüllt uns mit absolutem Stolz. Und natürlich das Beste daran ist, dass wir die Mitglieder glücklich machen konnten damit. Das ist einfach die Bestätigung dafür. Der Übungsleiter Jonas Prangenberg hat an einem Tag bis zu 6 Mitglieder besucht, um mit ihnen zu trainieren. Von Fußball bis hin zu Gymnastikübungen war alles mit dabei. Also ich bin hier losgefahren, habe meine Sachen eingepackt,
bin dann an den Gartenzaun gekommen und die Kinder und Eltern haben meistens schon am Gartenzaun direkt gewartet. Und dann haben wir direkt angefangen, mit denen Sport zu machen. Die Kinder haben sich total gefreut, wenn wir gekommen sind. Ich glaube, für die Eltern war es dann auch eine Entlastung, wenn man mal 30 Minuten, sage ich mal, mit uns Zeit hatte, die Kinder. Und das war eigentlich ganz gut immer. Alle Mitglieder des TSV Neuried konnten sich während der Pandemie anmelden, um kleine Sporteinheiten vor dem eigenen Zaun zu bekommen. Also anfangs hatten wir geplant, erstmal mit einem Tag, dass wir hier an einem Tag zu Sport am Gartenzaun aufrufen. Das wurde dann so gut angenommen von allen Mitgliedern. Wir hatten alle Mitglieder angeschrieben, dass wir sagen mussten, gut, wir müssen das ein bisschen erweitern und haben dann im Endeffekt aus einem Tag drei Tage gemacht mit 6 Stunden unterschiedlichen Programmen, Fitness, Kindersport und Gymnastik. Die Preisverleihung konnte das Team Corona-bedingt nur online mitverfolgen, doch die Freude war riesig. Der Verein hat nicht nur den Award bekommen, sondern auch ein Preisgeld von 2.500 Euro. Also was Konkretes haben wir nicht in dem Sinne. Wir werden aber weiter schauen, dass wir im TSV Neuried gerade die Kinder- und Jugendarbeit weiter stärken, ausbauen, neue Sportarten entwickeln und die Übungsleiter weiter schulen. Sport am Gartenzaun könnte jederzeit wieder beginnen. Doch der Verein hofft natürlich, dass die Pandemie bald vorbei ist. Okay. Viele Bayern-Fans werden ihn noch kennen. Torwart-Ikone Jean-Marie Pfaff. Der Welttorhüter von 1987 feierte seine größten Erfolge hier mit dem FC Bayern München. Jetzt hat der Belgier seine Autobiografie veröffentlicht. Der Titel: Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter. Philipp Röttger und Valentin Sillem waren bei der Buchvorstellung dabei. In seiner neuen Autobiografie blickt der ehemalige Torwart vom FC Bayern München, Jean-Marie Pfaff, auf eine lange Fußballkarriere zurück. In 156 Spielen für die Bayern wurde er 3-mal deutscher Meister und gewann 2-mal den DFB-Pokal. Buch schreiben über Sport und so weiter, das sind ja Erfolge, die Luxe. Aber was du erlebt hast und so weiter, bei mir war Fußball Hobby. Von meinem Hobby habe ich meinen Beruf gemacht, wenn ich 29 Jahre alt bin und Bayern München komme. Vorher war ich ein normaler Straßenfußballer, wie meine anderen Freunde. Und ich wollte ihr zeigen und die Wertsache von, was ist ein Mensch. Man muss nicht nur ein guter Fußballer, man muss erst ein guter Mensch sein. Genau das ist er, ein guter Mensch. Deswegen hat er von seinen Fans auch den Spitznamen El Simpatico bekommen. Dieses Buch ist gemacht, um anderen zu stimulieren, um zu sagen, Mann, macht weiter, Junge, lass dich nicht runterkriegen und so weiter. Es kommt wieder besser. Ich habe Verletzungen gehabt. Ich bin da, also ich habe mit wenig gehabt und ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich bin stolz, dass ich so eine Karriere gemacht habe und bin sehr, sehr verehrt, dass ich bei Bayern München das Logo getragen habe. In München erinnert man sich gerne an den belgischen Torhüter zurück. Er ist so, wie er ist. Er ist so ein Quirl. Er ist lebenslustig. Er gibt immer Gas. Er hat immer einen guten Spruch drauf. Und er marschiert immer nach vorn. Der 68-Jährige ist auch jetzt noch großer Bayern-Fan und bei vielen Heimspielen in der Allianz Arena mit dabei. Die Passionsspiele in Oberammergau sind weltbekannt. Seit fast 400 Jahren führen die Dorfbewohner das Spiel auf. Als die Pest in Europa wütete, legten die Oberammergauer ein Gelübde ab. Alle 10 Jahre werden sie das Sterben und die Auferstehung Christi aufführen. Doch vor 2 Jahren hat Corona dem Schwur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit etwas Verspätung will die Gemeinde die Passionsspiele in diesem Jahr nun wieder auf die Bühne bringen. Ann-Sophie Ludwig hat das Passionstheater besucht. In Oberammergau wird wieder geprobt. Für die Premiere am 14. Mai ist noch einiges zu tun. Spielleiter Christian Stückel muss umplanen. Nach der Absage der Passionsspiele sind nicht alle Darsteller dabei geblieben. Relativ viele sind haben gewechselt, können es am Nachmittag nicht mehr, weil sie nachmittags arbeiten müssen. Wir müssen den Abend wechseln. Ich habe relativ viele wechselt und ich spüre, man kann überhaupt nicht anknüpfen an das, was vor zwei Jahren war, sondern man muss einfach nochmal neu anfangen und mit jedem das nochmal neu erarbeiten. Wir haben uns in dieser Konstellation jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und alle Sprechrollenträger. Und das war irgendwie ein sehr schöner Moment. Aber eben auch komisch, weil einfach so viel Zeit dazwischen liegt und so viel passiert ist. Und
aber ein ganz emotionaler Moment auch. Bei den Passionsspielen ist praktisch das ganze Dorf vor oder hinter den Kulissen beteiligt. In Zeiten von Corona eine große Herausforderung. Geprobt wird deshalb in Kleingruppen. Jeder Darsteller wird vorher getestet. Mitspielen dürfen alle, die in Oberammergau geboren sind oder seit 20 Jahren dort leben. Auch Frederik Mayet. Er spielt in diesem Jahr wie schon 2010 den Jesus. Für ihn eine große Verantwortung. Man weiß, also man muss das tragen, man steht da so im Mittelpunkt. Es kommen dann irgendwie 500.000 Besucher. Klar sind wir doppelt besetzt, es gibt ja zwei Jesusdarsteller. Aber und die Menschen kommen irgendwie nach Oberammergau, um das Spiel zu sehen und natürlich auch wegen der Rolle. Und dann will man, sagt man, werde ich dem überhaupt gerecht? Schaffe ich das, die Figur so gut auf die Bühne zu bringen, dass die Leute das auch gut finden oder da was für sich mitnehmen können? Trotz Pandemie sollen die über 100 Vorstellungen in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden. Im Augenblick gelten wir als internationale Großveranstaltung und dürfen 25% reinlassen. Ich behaupte, wir sind ein Theater, also dürfen wir 50% reinlassen, so wie in meinem Münchner Theater. Und wir hoffen natürlich alle auf 100%, aber ich kann mir jetzt darüber keine Gedanken machen. Ich muss jetzt proben, ich muss sagen, wir machen es auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall stattfinden, ob mit 50 oder mit 100%. Machen wir jetzt da nicht so viele Gedanken darüber, sondern lass es einfach mal kommen. Normalerweise kommen bis zu 500.000 Zuschauer aus der ganzen Welt zu den Passionsspielen nach Oberammergau. Und wenn Sie jetzt mehr über die Vorbereitungen der Passionsspiele erfahren wollen, dann ist unser Kulturmagazin, der Culture Club, genau das Richtige für Sie. In der neuen Folge schauen Sie heute Abend mit Ann-Sophie Ludwig hinter die Kulissen. Es geht um das ganz besondere Gefühl in der Gemeinde und um die Frage, wie die Schauspieler es schaffen, ein weltbekanntes Passionsspiel neben dem Berufsalltag auf die Beine zu stellen. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten oder auch in unserer Mediathek vorbeischauen. In der Rubrik Culture Club finden Sie dieses und noch viele weitere Kulturthemen. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind sofort wieder zurück mit den Veranstaltungstipps und dem Wetter. Bis gleich. Einfach gut schlafen, erholt und regeneriert sein. Dafür sorgt der Bettenspezialist in Ottobrunn. Mit einer genauen Bedürfnisanalyse, die individuell auf jeden Kunden abgestimmt wird, ist die Wahl der richtigen Matratze und Bettes keine schwierige Aufgabe mehr. Mit Fachwissen und Empathie wird eine professionelle und nachhaltige Beratung geboten. Der Bettenspezialist in der Hubertusstraße 2 in Ottobrunn. Hier ist guter und erholsamer Schlaf garantiert. Danke, das war's. Ausgedehnte Öffnungszeiten. Ihr Zahngesundheitszentrum Dr. Behrendt. Zahn-gesundheitszentrum.de. Sparen Sie jetzt bis zu 40% in allen Abteilungen plus 10% Extra-Rabatt. Nur bei XXX Lutz, mein Möbelhaus, mein Online-Shop. Bei dem Wetter macht draußen sein wirklich keinen Spaß. Aber zum Glück gibt es ja auch jede Menge Freizeitangebote im Warmen und Trockenen. Hier sind unsere Veranstaltungstipps. Freising leuchtet. Pünktlich zu Maria Lichtmess hat der Verein der aktiven City Freising ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Noch bis Ende der Woche können Kunstliebhaber in den Abendstunden die Lichtinstallation an der St. Georg-Kirche bewundern. Über 100 LED-Strahler setzen die Kirche in ein neues Licht und sollen Freude, Hoffnung und Zuversicht bereiten. An ausgewählten Tagen findet ein musikalisches Rahmenprogramm statt.
Die Regenschirmpoeten. Poesie mal anders. Die Regenschirmpoeten, eine Gruppe junger Lyriker aus Unterschleißheim, starten ihre neue Staffel der Dreh-durch-Donnerstag-Serie. Jeden Donnerstag veröffentlichen sie hierzu neue Videos und Filme auf ihrem YouTube-Kanal. Besonderes Schmankerl, die zweite Folge wird am 3. Februar um 20 Uhr live im Kapitolkino in Unterschleißheim aufgeführt. Danach ist das Video online zu sehen. Münchner Sternstunde. Unendliche Weiten auf einem Blick. Die Bayerische Volkssternwarte macht's möglich. Bei einer 90-minütigen Führung durch die Sternwarte kann unser Sonnensystem mit echten Meteoriten beobachtet werden. Auch eine Vorstellung im Zeiss-Planetarium sowie eine Besichtigung der großen Teleskope sind Teil der Münchner Sternstunde. Die Führung durch das All findet von Montag bis Freitag um 20 Uhr statt. Offene Sprechstunde. Für junge Menschen unter 25 veranstaltet das Jugendinformationszentrum ab sofort eine offene Sprechstunde zu allen Themen rund ums Jobcenter. Die Beratung findet immer montags von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Jugendinformationszentrums an der Sendlinger Straße statt. Das Angebot ist kostenlos und kann auf Wunsch auch anonym erfolgen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Heute Abend zeigt München TV eine neue Ausgabe der Bayern Agenda mit Timo Michelsen. Und welchen Gast er dabei hat, verrät er Ihnen jetzt selbst. Seit einem halben Jahr ist er der oberste Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika bei uns in Bayern. US-Generalkonsul Timothy Liston. Mit ihm spreche ich in der Bayern Agenda nicht nur über seine Aufgabe als Diplomat, sondern natürlich auch über die transatlantischen Beziehungen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wird ganz interessant, denn Sie werden erfahren, warum Timothy Liston eine ganz besondere Beziehung zur bayerischen Landeshauptstadt hat. Ich freue mich, wenn Sie einschalten bei der Bayern Agenda. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Frost und Glätte. In den Alpen steigt durch den Neuschnee außerdem die Lawinengefahr. Wenn Sie unterwegs sind, dann seien Sie also bitte vorsichtig. Was uns genau in den kommenden Tagen erwartet, erfahren Sie jetzt in den Wetteraussichten. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Wetter. Der Schnee, der am Dienstag gefallen ist, ist bald Schnee von gestern, denn in tieferen Lagen, wie zum Beispiel in München, geht der Schnee jetzt langsam in Regen über und dazu wird es deutlich milder. Also Tauwetter ist angesagt jetzt zur Wochenmitte. Selbst in den Alpentälern, zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, wo es am Dienstag noch intensiv geschneit hat, geht der Schneefall langsam in Regen über. In hochalpinen Lagen bleibt es bei Schnee und da kommt noch richtig was runter. Teilweise bis zu 1 Meter in Staulagen und zum kräftigen Schneefall gesellt sich auch noch stürmischer Wind. Das sind teilweise orkanartige Böen, vor allem in der Nacht auf Mittwoch mit riesigen Schneeverwehungen. Gewaltige Schneebretter werden sich auftürmen und dementsprechend steigt die Lawinengefahr enorm. Und die größte Gefahr ist in Bezug auf Lawinen die unterschätzte Gefahr. Also sollten Sie Skitouren abseits von Pisten planen, informieren Sie sich bitte sehr gut, dass Sie sich da nicht in tödliche Gefahr begeben. Blicken wir auf die Wettersituation vom Mittwoch in Bayern. Da ist es so, dass es vor allem in den östlichen Mittelgebirgen viele Wolken gibt, teilweise mit Schnee, wobei die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf rund 800, 900 Meter ansteigt. Im Alpenvorland gibt es auch mal längere trockene Phasen und direkt an den Alpen in den Staulagen den kräftigen Schneefall, aber in den tiefen Lagen teilweise eben auch mit Tropfen dazu. Dazu ist es außerordentlich windig, vor allem eingangs des Tages auch stürmisch im Alpenvorland mit schweren Sturmböen auf den Gipfeln inklusive Schneeverwehungen. Ansonsten ist es zu warm für Schnee, dann im Laufe des Nachmittags Temperaturanstieg für die meisten auf 4 bis 7 Grad. In München sind eingangs des Tages auch viele Wolken unterwegs, man wird den Wind spüren, man muss sich warm anziehen, die gefühlte Temperatur liegt bedeutend unter der hier gemessenen und vor allem in den südlichen Stadtteilen kann es noch ein paar nasse Schneeflocken geben, aber damit ist es dann am Nachmittag vorbei. Meistens wird es trocken sein, zumindest trockene Phasen geben und zwischendurch mal den einen oder anderen Tropfen bei Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt. Milder wird es dann am Donnerstag. Nach Abzug von einigen Regenwolken kann sich die Sonne eventuell mal zumindest für kurze Zeit durchsetzen. Am Freitag wird es dann vor einer Kaltfront freundlicher. Die Bretter dann in der Nacht auf Samstag durchbringen teilweise Regen, der in Schnee übergeht. Die Schneewolken halten sich tagsüber dann noch an den Alpen. Da gibt es noch ein paar Schneeschauer. Ansonsten auch mal wieder ein paar freundliche Momente. Am Sonntag ist es wahrscheinlich trocken und freundlich und zu Beginn der neuen Woche die Wetterentwicklung noch unsicher. Ich wünsche Ihnen eine gute und gesunde Zeit.
Alle Beiträge aus diesen Nachrichten finden Sie auch in unserer Mediathek unter www.münchen.tv. Und wir versorgen Sie außerdem auf unseren Social-Media-Seiten Facebook, Instagram und TikTok mit Informationen und Nachrichten aus unserer schönen Stadt. Wenn Sie wollen, bis morgen. Machen Sie es gut.